Hi, ich bin Jette. Herzlich willkommen zu diesem neuen Room Decor Video. Ich habe wieder richtig Lust, in Sachen Room Decor durchzustarten und ein mehr zu machen. Einfach weil es ja so viel verschiedene Ideen gibt, die man zu so viel verschiedenen Room Decor Styles machen kann. Und neben meiner Room Makeover Serie, die ich gerade gestartet habe, wo ich andere YouTuber besuche und da eben mit denen zusammen DIYs oder Bilder für ja, deren Wohnungen male, gibt es eben auch noch die Room Decor DIY Serie auf meinem Kanal. Und da geht es wirklich mehr so um coole Tumblr, Pinterest-inspired DIYs. Und wenn du jetzt noch auf meinen Kanal gekommen bist, dann würde ich mich riesig über ein Abo von dir freuen. Ich lade jede Woche zweimal hoch, einmal am Mittwoch und dann am Wochenende, also Samstag oder Sonntag. Und wenn man so hört, Tumblr Room Decor, also ich denke da immer an so Moody DIYs, an so Lichterketten oder Galaxy, coole Fotos zum Polaroid-Style. Also alles hat irgendwie einfach so eine ganz cozy, coole Stimmung. Und eben in die Richtung soll es heute auch gehen. Übrigens gibt es heute nicht nur von mir, sondern auch auf dem Kanal von Cassie ein paar Tumblr-Deko-Ideen. Auf YouTube heißt sie Kali Cassie, vielleicht kennt ihr ihre DIYs auch schon. Sie macht halt viel zum Thema Back to School oder Bullet Journals und DIY-Hacks, also lohnt sich auf jeden Fall mal bei ihr vorbeizuschauen. Ich finde es nämlich immer richtig schön, wenn auch andere YouTuber mit ihren Videos kreativ werden und das hat auf jeden Fall ein Abo verdient, finde ich. Also lassen wir mal Cassie ein bisschen Community-Liebe da. Ihr Video und den Kanal findet ihr auch in der Beschreibung verlinkt und ich würde sagen, jetzt geht's erstmal los mit meinen DIY-Ideen. Ich habe drei DIYs rausgesucht und das erste, das steht hier schon vor mir. Und zwar wollte ich Coasters nachmachen als mein erstes DIY. Coasters sind so, ja, Untersetzer für zum Beispiel Tassen. Ich sehe das so, so oft, zum Beispiel auch auf Pinterest, dass Leute sich das selber gestalten. Und ich habe mir immer gedacht, wie macht man sowas, weil das so super kompliziert einfach aussieht. Und dann bin ich auf Resin gestoßen. Resin ist Kunstfarbharz. Sieht so aus. Also ich habe das in so einem Set gekauft. Da gibt es verschiedene Anbieter, die, ja, wo ihr euch das kaufen könnt. Und dann braucht ihr eben auch noch eine Form, weil dieses Resin quasi eine Flüssigkeit ist, die durchsichtig ist und die dann aushärtet. Und wenn man das dann schichtet, kann man in den Schichten dann zum Beispiel mit Farben spielen, mit Glitzer spielen. Und genau das habe ich heute vor. Ich habe hier einmal zwei solcher Formen. Das muss auch gar nicht quadratisch sein. Ihr könnt auch runde Formen euch aussuchen. Und dann habe ich, weil ich das super interessant fand, wenn man das ja eingießt, noch eine Relief-Eingießplatte heißt das. Da sind Muster drin. Und wenn man dann diese Flüssigkeit darüber gießt und das vorher in die Gießform legt, dann bekommt man eben die Muster, die hier drauf sind, auch am Ende in den Coasters, also in den, ja, wie heißt es auf Deutsch? Auf Deutsch klingt immer alles so doof, Untersetzer. Die Technik war dann tatsächlich einfacher, als ich dachte, aber in meinem Set war auch schon alles inklusive Anleitung enthalten. Einmal war da so ein Härtungsmittel drin und dann dieser Kunstharz, den ich dann im Mischverhältnis 1 zu 2 in so kleine Behälter mischen musste. Also nimmt man eigentlich immer die doppelte Menge an Kunstharz. Und das Ganze sollte man dann umrühren mit so einem Stäbchen und dabei muss man auch gründlich sein, denn sonst kann es halt später sein, dass die Masse nicht richtig aushärtet. Und die Masse wird dann in die Form gegossen. Ich habe da zuerst nur die Hälfte reingefüllt, aber später bemerkt, dass das von keinerlei Vorteil ist, also könnt ihr auch gleich alles da reinfüllen. Und jetzt kann man sich aussuchen, wie man die Untersetzer gestalten mag. Und für das durchsichtige Resin habe ich mir Blütenblätter ausgesucht. Und dann zum Beispiel auch noch ein bisschen Alkoholtinte dazu getropft oder Glitzer. Und das habe ich dann einfach alles zusammengemischt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Verläufe oder so sehen wollt, ganz oft macht man das mit so weißer Tinte. Und wenn ihr so Verläufe sehen wollt, dann müsst ihr weiße Alkoholtinte verwenden, sonst sieht man die nicht. Ich hatte leider echt keine da, deswegen hat man die Farben später auch nicht so gut gesehen. Aber wenn ihr vorhabt, so Galaxy-Farbverläufe, lila, blau oder sowas zu machen, auf jeden Fall weiße Alkoholtinte mit einmischen. Und diesmal habe ich dann auch ganz viel Glitzer da reingestreut, weil ich halt eine kleine Galaxy kreieren wollte, also Gold, Lila und ein bisschen Grün. Und auch noch etwas grüne Tinte habe ich dazu getan, bis ich dann am Ende mit dem Ergebnis zufrieden war.
Und dann braucht man Geduld, nämlich muss das Ganze jetzt bis zu 24 Stunden lang trocknen. Also habe ich meine Coasters an einen sicheren Ort gestellt und dann schon mal mit dem nächsten DIY weitergemacht. Und dann hat mich jemand von euch auf Instagram, da heiße ich übrigens einfach nur @jette, könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne folgen, da hat mich jemand auf die Idee gebracht, dass man das Ganze nicht auch ganz gut mit Acrylic Pouring machen könnte. Und klar kann man das auch mit Acrylic Pouring machen, warum bin ich da selbst nicht drauf gekommen? Und zwar habe ich ja schon des öfteren Mal Acrylic Pouring auch auf meinem Kanal ausprobiert. Und da kann man eben ja, Bilder wie diese beiden hier gestalten. Und hier oben auf dem i könnt ihr euch mal mein Erklärvideo zu Acrylic Pouring ansehen. Und da habe ich mir für die Coasters, die wir jetzt auch nochmal nachmachen werden, aber eben mit dieser Acrylic Pouring Technik, einfach Fliesen ausgesucht. Da könnt ihr welche nehmen, die ihr irgendwie noch zu Hause habt. Und Acrylic Pouring funktioniert relativ easy, wenn man den Dreh einmal raus hat. Und so braucht man dazu Pouring Medium sowie Acrylfarben. Acrylfarben habe ich ja... Und basically, was man halt macht bei Acrylic Pouring, man hat ein Pouring-Medium und damit verdünnt man eigentlich ganz normale Acrylfarbe. Okay, ich habe jetzt hier alle meine Farben fertig angemischt und die werden jetzt hier drin in diesem kleinen Behältnis gestapelt. Ich habe schon angefangen, da so ein bisschen Gelb und Gold reinzutun. Also einfach die Farben so schichtenweise da reingießen. Und am Ende gehe ich dann meistens noch mit einem Holzstab da durch und ziehe damit einfach so durch, dass es so ein Muster gibt. Müsst ihr nicht machen, aber ich finde, das mischt die Farbe schon mal im Voraus ganz gut zusammen. Und wenn ihr das dann draufkippt, dann bekommt ihr dann noch so ein cooles Muster dabei. Das ist eigentlich ganz cool. Und danach gibt man das dann eben auf einen Untergrund. Und in dem Fall habe ich mir halt Fliesen ausgesucht, weil es einfach schon einen ganz guten Untergrund bietet dafür. Und ich finde jetzt richtig cool, wie einfach diese Fliese aussieht. Also das war ja auch jetzt eigentlich eine ganz simple Technik. Er braucht wirklich nur dieses Acrylic Pouring Medium und dann die Farben. Und dann muss das Ganze auch einfach nur noch trocknen. Ich habe dann für die kleine Fliese, weil ich ja wieder ein bisschen was in Richtung Galaxy machen wollte, diesmal so blau und lila Töne gewählt. Ich bin einfach ein großer Fan davon und habe das dann genauso gemacht wie eben, also in einem separaten Gefäß geschichtet und dann auf meine kleine Fliese gekippt. Und da liebe ich einfach, wie das aussieht, weil ich habe da noch so ein bisschen Weiß drunter gemischt. Also so weiße Acryltinte war das, glaube ich. Die sehen halt irgendwie so aus wie Sterne, dann diese weißen kleinen Farbakzente. Und das ist jetzt noch eine zweite DIY-Idee, wie man Coasters auch nachmachen kann. Und das beides muss dann erstmal trocknen. Und in der Zwischenzeit machen wir mit dem nächsten DIY weiter. Und zwar ist es so ein bisschen angelehnt an ein Element, das ich super lange schon in meiner Wohnung habe auf dem Schreibtisch, nämlich mein leuchtender Kaktus. Also an sich ist es ja super simpel nachzumachen und das habe ich heute vor. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache meine Art, ja, Mini-Version davon. Und dazu habe ich mir einfach jeweils zwei so eine Bauklötze, waren das mal. Und dann braucht ihr formbares Draht. Das sieht so aus. Ich habe dieses Draht schon mal verwendet, als ich in einem Room-Decor-Video ein Neon-Sign nachgemacht habe. Und man muss so ein bisschen hierbei planen. Also wir brauchen jetzt für unseren Kaktus, ihr könnt natürlich auch sowas machen wie eine Wolke oder ein Herz. Da gibt es ja viele Motive, die man da irgendwie mitmachen kann. Ihr braucht diesen Holzklotz und ihr seht schon, da hängt ein Draht drin. Und jetzt seht ihr schon, kann man das Draht ganz easy formen. Also ihr könnt jetzt irgendein Motiv draus machen, was euch gut gefällt. Man muss ein bisschen gucken, weil manchmal ist es etwas schwierig, das Draht so zu biegen, dass es halt einfach so stehen bleibt, wie man das haben möchte. Aber auch da einfach ein bisschen üben und dann klappt das schon. Im Großen und Ganzen ist das DIY auch recht einfach. Ihr formt einfach aus dem Draht ein Motiv. In meinem Fall war das jetzt erstmal ein Kaktus. Und wenn euch das irgendwie zu schwer ist, das einfach frei Hand zu machen, dann könnt ihr euch auch zum Beispiel auf ein Blatt Papier das Motiv mit Bleistift vorzeichnen und dann anhand der Linie das Draht eben formen. Das geht auch ganz einfach. Ich habe jetzt zum Glück so geschafft, also war jetzt echt nicht zu schwer.
Und ihr seht ja, ich habe in dem Bauklotz dann so zwei Löcher drin. Die gehen auch relativ weit bis nach unten durch. Und da rein könnt ihr dann einfach die beiden Drähte stecken, also die Enden jeweils. Und wenn das Loch dann noch so ein bisschen zu groß ist, dann könnt ihr auch zum Beispiel um das Draht noch doppelseitiges Klebeband wickeln. Dann bleibt auf jeden Fall auch das Draht in dem Klotz drin stecken. Und jetzt für das zweite Motiv habe ich mir eine Wolke ausgesucht, weil ich das auch mit dem blauen Draht ganz cool fand. Und irgendwie hat sich das dann da schwieriger dargestellt als bei dem Kaktus. Irgendwie sah das halt bei mir aus wie ein Baum und nicht wie eine Wolke. Einfach wahrscheinlich, weil ich diese zwei senkrechten Drähte habe, die aus diesem Holzklotz kommen, die einfach aussehen wie ein Baumstamm. Aber gut. Und dann braucht ihr eigentlich nur noch eure Lichterkette um das Draht wickeln. Und weil die meisten Lichterketten ja auch drahtig sind, könnt ihr das einfach auch super schnell festbekommen. Da wird es manchmal ein bisschen schwierig, wenn euer Motiv ja so enge Formen hat, wie jetzt zum Beispiel hier der Kaktus auch. Also genau, da würde ich euch empfehlen, einfach ein größeres Motiv zu wählen, dann wird es auch nicht so schwer. Aber ja, trotzdem sieht es auf jeden Fall super cool aus und ich bin so happy, wie das Ganze jetzt am Ende ausschaut. Und auch wenn man das anschaltet, sieht es auf jeden Fall sehr Tumblr aus mit den Lichterketten. Also ich finde, es gibt nichts, was mehr Tumblr ist als Lichterketten. Und genau so habe ich das dann auch bei der zweiten Wolke gemacht. Und dann dachte ich mir, damit das etwas mehr aussieht wie eine Wolke, nehme ich dann einfach Watte. Also habe ich mir so kleine Wattekugeln geformt und die dann einfach um diese Stäbe geklebt, also um das Draht, in dem Bereich eben unter der Wolke. So dass es halt aussieht, als würde sie irgendwie schneien oder als würde es regnen. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Idee und ja, wirkt eben dem Baum auch ein bisschen entgegen. Deswegen sieht es auch wirklich aus wie eine Wolke. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich es immerhin noch so retten konnte. Und als ich dann da die Lichterkette drum gefädelt habe, sah das halt wirklich aus wie eine Gewitterwolke, eben durch dieses lila Licht. Und ja, gerade auch in dem Bereich, wo die Watte ist, scheint immer so dieses Lila durch. Also das fand ich ziemlich cool. Also das ist so meine kleine Gewitterwolke. Also ich finde die beiden Leuchtmotive super, super cool. Ich hoffe, ja, sie gefallen euch auch. Es ist ja auch eigentlich relativ easy, das Ganze nachzumachen. Man braucht ja echt irgendwie nur einen Holzklotz, ein verformbares Draht und eine Lichterkette. Also so einfach ist es auf jeden Fall nachzumachen. Und da braucht man auf jeden Fall nicht so viel Geld auszugeben für ja, sowas Fertiges. Also kann ich sehr gut empfehlen, mal nachzumachen. Dann am nächsten Tag war das Ganze auch schon trocken. Das hier hat wirklich nur so, ich würde sagen, maximal 2 Stunden zum Trocknen gebraucht. Das hier wirklich einen ganzen Tag. Also gerade bis man das dann aus der Form lösen kann, das dauert ein bisschen. Als ich eben versucht habe, das da rauszulösen, ist mir auch zum Beispiel diese eine Plastikform hier zerbrochen, weil das wirklich extrem fest und massiv ist. Also es ist fast schon ja wie so Acryl. Aber ich finde, die sehen super cool aus. Ich habe da so ein paar Luftblasen da drin, die sich eingefangen haben. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich finde, die haben eigentlich auch einen ganz lustigen Look. Und das sind dann halt so Untersetzer, wo ihr zum Beispiel eure Tasse draufstellen könnt. Also auch mit Acrylic Pouring kann man das sehr gut machen. Und wenn ihr jetzt noch mehr Alternativen dazu braucht, könnt ihr auf jeden Fall nochmal bei dem Video von der Cassie vorbeischauen. Die hat nämlich auch nochmal eine dritte Variante, wie man eben diese Coasters nachmachen kann. Also falls ihr jetzt noch mehr Inspiration braucht, da findet ihr sie auf jeden Fall. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch die DIYs gefallen haben. Ich würde mich auch riesig über ein Abo freuen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann werdet ihr auch Teil meiner kreativen Community. Auch die Glocke aktivieren, nicht vergessen, um keine Benachrichtigung mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.